Neuigkeiten von der Rigide EC Challenge. Hallo ihr Lieben, wir sind wieder da mit unserer zweiten Folge von unserem Rigide EC Podcast. Und wir wollen heute mal zwei neue Mitglieder oder vielmehr Mitglieder, die ihr jetzt noch nicht kennt vom Podcast, glaube ich zumindestens, möchte ich euch vorstellen. Das ist einmal die Martina. Hallo Martina. Hallo. Und der Jonas. Hallo Jonas. Hallo. Ich bin noch richtig, ihr wart noch nicht dabei, ne? Oder wart ihr bei der Nullnummer irgendwo oder so? Weiß ich jetzt nicht. Nee. Wart ihr noch nicht, ne? Ja, super. Also es ist wieder eine Woche ins Land gegangen. Ich hatte mal gefragt, ob jemand Lusten hat, ein bisschen zu machen. Vor allen Dingen die Martina, die hat mich ja begeistert mit ihrer Abnahme. Danke. Das war ja sagenhaft, was du da gerissen hast bisher. Und da habe ich gesagt, Mensch, das ist ja interessant. Da wollen wir gleich mal hören, wie es mit ihr so weitergegangen ist oder wie sie das gemacht hat. Denn ich fand's gut. Also geiler Einsatz sozusagen. Ja, vielen Dank. Erzähl doch mal ein bisschen, wie hast du denn, oder erstmal, wie bist du auf die Gruppe gestoßen? Durch den Radinger oder bist du? Nee. Ich war auf dem Mega, jetzt muss ich kurz überlegen. Mega, das ist genau. Jetzt was mit Geocaching, ne? Genau. Achso, muss ich das erklären? Viele wissen nicht, was okay. Das ist, ein Mega. Ja, Entschuldigung. Dann, ich war auf einem großen Geocacher-Event. Und habe dort die Leni kennengelernt. Ah, genau. Ja. Und sie hat einen Podcast gemacht dort und dann, nicht mit mir, aber ich war auch ein bisschen drin. Und irgendwie hab ich dann gesehen, dass sie halt auf Facebook was gepostet hatte über diese Abnehm-Challenge. Mhm. Und das fand ich sehr interessant. Und dann habe ich sie halt gleich angeschrieben und gefragt, ob man mitmachen kann. Und dann meinte sie so, ja, momentan geht's nicht. Aber bald ist quasi wieder ein Fenster offen und dann könnte ich doch mitmachen. So. Ja, so zur zweiten Folge dann. Genau. Ne? Genau, deswegen bin ich jetzt erst bei der 2 dabei. Bei der 1 wäre natürlich auch schon cool gewesen. So. Ja, das kam jetzt daher, nach und nach haben viele Leute davon gehört und haben sich dann nach und nach auch angemeldet. Aber gut, es ist sehr interessant. Leute, die eigentlich so jetzt nichts mit dem Radinger zu tun haben, dass gar die bei nicht. Der Rig, dass ich kannte die bei, den noch ja. gar nicht vorher. Also nee. diese Rigide EC, ich würde das gerne mal kurz aufklären. Also ja. Rigide, das R steht für Raiden, ja. Das G für GER, für Germany, Raiding GER, mhm. Und dann .de, dafür das DE, das ja. E für Entfettungs und das Challenge. C für Challenge. Genau. Ja. So setzen sich die Buchstaben zusammen. Ja, so kam das halt und toll, also und die Leni, die ist ja sowas von engagiert, die holt die Leute ja ran. Ja, toll. Ich merke schon. Immer vorne dabei hier. Ja, jetzt frage ich den Jonas auch gerade. Jonas, wie hast du denn von uns gehört? Über den Radinger Podcast. Ah, du über den Radinger. Genau. Ja, guck. Habe ich schon bei der ersten Episode quasi immer gespannt zugehört, was da war. Und bei der zweiten habe ich gedacht, jetzt machst du mit. Eine gute Wahl. Schön. Je mehr, je besser, ne? Ich hab gar nicht gewusst, dass es da draußen oder dass da Leute sind, die den Radinger nicht kennen und einfach über die Entfettungs-Challenge auf uns aufmerksam geworden sind. Finde ich ja toll. Ja. Super. Oder über Leni. Genau. Wir haben mehrere Geocacher bei uns übrigens, Martina. Ja, ich habe schon gemerkt. Ich dachte erst am Anfang, das wären alles Geocacher. Deswegen. Rigide. Man ich muss mich noch dran gewöhnen, dass es nicht alles Geocacher sind. Nee, also wir haben wahrscheinlich alle mal irgendwann Kontakt zum Geocaching gehabt, aber letzten Endes sind da ein paar, die machen das also richtig als Hobby, sag ich mal. Ich mache das so zwischendurch, dass ich mal eine Dose suche oder so. Aber also bei mir ist es halt auch ein sehr großes Hobby, das ist schon, kann man schon so sagen, wenn nicht mein größtes. So kommst du auch auf die Schritte dann immer, ne? Genau. Hat viele positive Nebeneffekte.
Ja. Du, sag doch mal, was hast du denn geändert? Die anderen, die hatte ich ja gerade schon im Vorgespräch so ein bisschen gesagt. Ja. Würde mich mal interessieren, was du vorher falsch gemacht hast und jetzt anders machst vielleicht. Ja, also da müsste ich ein bisschen ausholen, wenn das in Ordnung ist. Mach das, ja, natürlich. Gerne. Hier eingeplant hat. Und zwar, also, ich würde das so benennen, ich glaube, ich war schon immer dick, ja. Also, dass ich habe schon, glaube ich, mit 8 Jahren angefangen, zu viel zu essen. Und habe seitdem Übergewicht. Und das hat sich so hingezogen. Also natürlich habe ich ganz viele Diäten ausprobiert und was man halt alles so macht, ne? Und ja, mehr oder weniger erfolgreich und dann auch wieder nicht erfolgreich. Und aber so stetig ging halt das Gewicht immer weiter hoch. Insgesamt, ne? Wie kommt das so als Kind? Ich meine, ja, ich habe das bei meiner Oma immer so gehasst. Die hat gesagt, und du musst den Teller leer essen, sonst scheint morgen die Sonne nicht zum Beispiel. Ja, also so ein Scheiß habe ich immer wieder gehört. Hatte ich natürlich auch, aber ich glaube, es war noch schlimmer, weil dass sich meine Eltern getrennt haben, als ich 7 Jahre alt war. Und das war, glaube ich, schon schlimm. Die haben richtig sich scheiden lassen dann und so einen ganz schlimmen Ehekrieg dann auch geführt. Und das, glaube ich, war so ein bisschen der Auslöser. Ja, ich will jetzt nicht alles da drauf schieben. Das war sicherlich dann auch mein eigenes Verschulden irgendwann, also zumindest später. Ja, aber und, ich glaube schon, dass es ein halt Kind so mitnimmt. So. Genau, also für mich war es sehr stressig. Und ja, die haben sich halt auch um die Erziehung da gekloppt und solche Sachen, ne? Also da kam dann noch ganz viel hinten dran. Ja, und dann hast du da das Essen angefangen oder viel mehr. Genau, so, also ich glaube, ich würde das so im Nachhinein so, könnte man das vielleicht so sagen, ja. Und genau, und dann da habe ich halt immer mal wieder was probiert, also alle möglichen Sachen, und das kennt ihr ja auch, Brigitte Diät und hatte ich noch, also eigentlich schon eher immer so sinnvolle Sachen. Ich habe jetzt nie sowas Übles wie, weiß ich nicht, Fasten oder was gibt's da noch, diese Kohlsuppen oder irgendwelche Proteinsachen habe ich nie gemacht. Sondern halt Brigitte-Diät mit meiner Mutter zusammen, das hat auch ganz gut mal funktioniert, aber halt auch nur für diese Zeit natürlich. Und dann habe ich nochmal einen Versuch gestartet, ein paar Jahre später mit Weight Watchers auch, und das hat auch ganz gut funktioniert. Ja, aber halt immer bis zu dem Zeitpunkt, wo ich dachte, so, ja, jetzt ist eigentlich genug. Genug abgenommen. Also da war ich dann vielleicht, weiß ich nicht, 70 Kilo oder sowas. Oder so. Und dann, ja, es ist halt wieder hochgegangen. Also, bei welcher Größe, wenn ich fragen darf? Also ich bin 1,68 groß. Oh, da geht ja 70, ja, geht ja schon fast, ne? Ja, also das habe ich halt wirklich nur mit dieser Brigitte-Diät. Aber ich hatte so Hunger, also es war halt auch stressig. Ich kann es nicht empfehlen. Und man muss halt auch immer echt vorkochen und pipapo viel sich da. Ne. Ich glaube, das Wichtige bei einer Diät, eine Diät ist ja sowieso, ich glaube, genau, das heißt irgendwie was mit Entbehren. Ne? Schmarrn, ja, genau. Das ist sowieso Schmarrn. Das muss irgendwas sein, was man in seinen Alltag einbauen kann. Richtig, genau. Wo man so sich auf Dauer dran gewöhnen kann und wo man mit leben kann. Leben richtig, lang, richtig, was man leben lang machen kann. Ganz genau. Ja. Und da hatte ich halt ganz viele, also ich hatte so, heute würde ich das nennen, Fettlogiken, ja. Das ist so mein Stichwort. Im Kopf nach dem Motto, ja, also ich kann gar nicht dünn sein, weil ich war ja immer schon dick. Und meine Mutter, meine Oma, das ist einfach in meiner Familie so genetisch vorgesehen. Und, nee. Und dann halt noch so andere, was weiß ich nicht, was man halt noch so denkt. Ach ja, genau, ich habe dann auch eine Zeit lang versucht, mit Sport abzunehmen. Das hat halt nicht funktioniert bei mir. Also das reicht nicht. Das hilft auch nicht alleine, habe ich auch erst versucht. Genau, genau. Und das ist halt auch immer, was man irgendwie so hört, und das stimmt halt meiner Meinung nach auch überhaupt nicht. Und das war egal, wie viel Sport ich gemacht habe. Ich habe jahrelang geritten zum Beispiel oder so und habe kein einziges Gramm abgenommen, im Gegenteil. Und das ist richtig anstrengend. Also ja, ich hatte das ja auch gemacht, ja, also, anfangs beim Redinger, und da habe ich auch gesagt, Mensch, ich bin jetzt jeden Tag hier auf dem Fahrrad, dann gehe ich spazieren, ich habe Bewegung, Schritte, immer über 10.000 Schritte. Genau. Und irgendwer hat dann gesagt, ich glaube, der Jan war es, oder irgendwer, ich weiß es nicht mehr genau, auf jeden Fall im Podcast habe ich irgendwann von irgendwem eine Notiz, ich glaube, einen Kommentar bekommen,
da stand dann, dass das alleine nicht reicht. So, und dann sind mir die Augen aufgegangen. Und dann habe ich einfach die Ernährung auch umgestellt. Da habe ich hier diese MyFitnessPal installiert und mal angefangen aufzuschreiben. Genau. Und dann ging es mir mal ab. Also ich kann jetzt mal erklären, wie ich jetzt... Also ich hatte... Ich laufe ganz gern Jakobswege. Das ist noch so ein anderes Hobby von mir. So, aha. Und, ja, also kann ich auch sehr empfehlen. Und hatte halt schon letztes Jahr den großen Jakobsweg gelaufen. 780 Kilometer oder sowas. Und war danach natürlich ultra, also hab da extrem abgenommen, ohne irgendwas zu machen. Ja, also das kannst du einfach gar nicht, wenn du jeden Tag 25 Kilometer läufst, dann nimmst du automatisch ab, weil so viel kannst du gar nicht essen. Ja. Also kannst du schon, aber naja. Tut man halt nicht, aber das ist ja auch wieder nichts, was man auf Dauer machen kann. Genau, es ist halt auch wieder nur so im Urlaub und so, ne, war ich ja da ganz entspannt und hab gedacht, ja cool, jetzt hast du irgendwie 10 Kilo abgenommen, ohne was dafür zu tun, jetzt versuchst du die mal zu halten. Ja. Und dieses Jahr habe ich halt wieder wollte ich das wieder machen und habe das auch wieder gemacht, aber ich habe halt nicht dieses Gewicht halten können. Ne? Das ist halt wieder hochgegangen und habe dann gewusst, okay, wenn du jetzt wieder zurückkommst, diesmal habe ich nur 2 Wochen, war ich nur 2 Wochen unterwegs, nicht ganz so lange, dann möchte ich aber nicht wieder, dass es wieder drauf geht. Und bin dann glücklicherweise, ich weiß gar nicht wie, über einen Blogpost, genau, bin ich halt auf dieses Buch gekommen, Fettlogiken überwinden heißt es. Und weiß nicht, ob ihr das kennt. Also das ist halt... Ich hab's gelesen. Ja, genau. Also sollte man vielleicht verlinken, wenn es... Sollte man unbedingt verlinken. Also ich finde das wirklich, ist wirklich für mich eine extreme Offenbarung gewesen. Und ich habe echt, jede Fettlogik ist mir dann so wie Schuppen vor den Augen gefallen, oder wie sagt man? Also es war halt quasi, ich habe die ersten vielleicht 10, 20 Seiten gelesen und wusste, so geht es, ist ja ganz einfach. Und so, und habe eigentlich dann auch gar nicht mehr, also hätte gar nicht so viel Input gebraucht, wie sie in dem Buch liefert. Sie erklärt ja dann wirklich sehr ausführlich. Also vielleicht muss man kurz sagen, was es da geht. Ne? Also es ist halt eine Frau, die selber halt abgenommen hat mit wissenschaftlichen Methoden. Sie hat sich quasi ärztlich beraten lassen und hat halt dann auch diese ganzen sie nennt das halt Fettlogiken, daher kommt dieses Wort, überprüft, also sowas wie, gibt es einen Hungerstoffwechsel und sollte ich immer morgens frühstücken, um abzunehmen, oder wie ist es eigentlich? Also sie hat wirklich diesen wissenschaftlichen Ansatz gefahren und hat halt dann auch viele Dinge an sich selbst ausprobiert. Sie war, glaube ich, am Anfang 150 Kilo und hat halt abgenommen auf heute, weiß ich nicht, unter 60. Und ja, also überleg richtig krass. Mal, das ne? ist ja eine und, ganze Person, die du da von den absolut. Rippen hast. Also mehr als die Hälfte hat sie abgenommen. Und ihr Erfolg spricht halt für sie, erstens. Also nicht nur, dass sie es halt wirklich selber alles durchgemacht hat, sondern auch, dass sie es halt alles wissenschaftlich belegen kann, warum es funktioniert, ja. Und ihr Prinzip ist halt ganz einfach und simpel und funktioniert für jeden Menschen auf der ganzen Welt, meiner Meinung nach. Und ist einfach, ich zähle Kalorien und komme nicht über meinen Umsatz, ja, also den ich wirklich mache, so. Und zwar, und beziehungsweise wenn ich abnehmen will, dann halt weniger als meinen Umsatz, den ich brauche an Kalorien, ja. Da würde mich noch kurz interessieren, wie viel darf man denn als Frau bei 1,70 Meter so essen? Also bei mir ist mein Grund, also man muss immer aufpassen mit diesen Wörtern, ich bringe das auch gerne durcheinander, aber das, was ich mir jeden Tag zugestehe, ist momentan 1600 ungefähr Kilokalorien. Da nimmst du schon bei ab, bei 1000. Dann nehme ich extrem mit ab. Also das hast du ja gesehen, wow, wie das funktioniert. Ja, das geht richtig gut. In den letzten 3 Monaten halt damit 15 Kilo abgenommen. Aber du zählst die Schritte und Laufen und sowas nicht dazu? Ich zähle das nicht dazu. Also Sport ja, das wird nicht on top getrackt, weil... Also erstens ist mir das, also ich will halt auch den Aufwand ein bisschen klein halten. Das ist schon auch zusätzlicher Aufwand, das noch einzupflegen. Ich lasse das tracken von Withings, aber ich esse das nicht on top. Ja, also ich versuche wirklich nur sozusagen meinen
wenn ich jetzt keinen Sport mache, und es gibt ja auch Tage, wo ich keinen Sport mache, quasi diesen Umsatz zu essen maximal. Und halt jeglicher Sport kommt dann on top und damit nehme ich super ab. Also das funktioniert für mich. Jetzt habe ich dein Geheimnis. Genau, und jetzt kannst du damit Geld machen. Also es ist halt wirklich, also wenn man sich so überlegt, ich denke halt echt, ich habe echt 10 Jahre eigentlich verschwendet damit, das nicht schon früher zu machen, so ein bisschen, ne? So, ich bin jetzt 32 und es wäre schon cool gewesen, wenn mir das jemand mit 22 gesagt hätte. Da hätte ich, glaube ich, mir viel Leid auch ersparen können und so in der Richtung. Ja, man, es gibt ja dann auch echt so viele Artikel oder weiß ich nicht, täglich in der Zeitung oder online oder weiß ich nicht, wo totaler Müll erzählt wird und das glauben irgendwie alle Leute, ja. Also diese Fettlogiken, ja. Ja. Und man fragt sich halt schon, also wenn man dann kapiert hat, worum es wirklich geht, warum das immer noch die Leute glauben, ne? Das ist halt so ein bisschen wie so ein, ja, wie so Religion oder so. Am geilsten, ne? Ist ja, man soll abends nichts mehr essen. Ja, ne? oder ja, überhaupt oder nach XY-Uhrzeit darf ich nichts mehr essen oder ja, vorher genau. Oder nein, ohne Frühstück komme ich nicht in die Gänge oder so. Das habe ich ja auch jahrelang geglaubt. Ich habe wirklich, also ich bin extremer Frühstücker gewesen, sage ich jetzt wirklich, bis dato sozusagen, bis ich jetzt halt damit angefangen habe vor 3 Monaten ungefähr. Habe ich angefangen und jetzt würde ich sagen, ich brauche kein Frühstück mehr. Also es geht halt auch ohne. Was halt wichtig ist, ist für mich morgens was zu trinken. Ja, also das ist wirklich wichtig, dass ich halt bisschen, also manchmal auch gerne so Energy-Drinks oder sowas, aber da gibt's halt auch kalorienfreie und das ist halt total cool und funktioniert für mich ziemlich gut. Ja, Red Bull, diese hellblauen dann, ne? Ja, ich bin eher so ein Monster-Typ. Ja, ist ja aber ja, auch die hellblauen. Oh Gott. Also alle, die halt irgendwie mit Zero oder irgendwie, ist mir eigentlich egal. Ja. Ansonsten, aber sowas funktioniert halt für mich super, ne? Und also du hast es für dich jetzt so, genau, dass du morgens zum Frühstück nicht mehr so viel isst. Viel vielleicht weniger, so gut viel, wie gar nicht. Viel weniger, da sparst du die Kalorien ein, die du dann den Tag über eigentlich normal oder halbwegs normal isst. Genau, also das Witzige, also was ich halt nicht wollte, ich wollte nicht so ein Typ werden, der sagt, ich darf überhaupt kein Eis, keine Schokolade mehr oder irgendwie, das funktioniert halt für mich nicht. Also so kann ich überhaupt nicht leben und das finde ich auch schrecklich, also für mich, ja. Wenn andere das machen wollen, gerne, ohne Zucker zu leben, ist halt für mich jetzt nicht unbedingt die Wahl. Nee. Also ich will kein Askese-Typ sein und ich will halt auch im Alltag quasi nicht gesellschaftlich quasi dann außen vor sein. Ich will also schon mit meinen Kollegen essen gehen können. Ich will ganz normal auf Events irgendwie in Restaurants essen gehen können und ich will halt auch auf Partys oder weiß ich nicht wo, ne? Also ja, dass es halt quasi ansonsten nicht auffällt großartig. Ich will eigentlich auch kein Aufsehen darum machen. Und genau, dass das trotzdem gut funktioniert, finde ich. Machst du denn auch mal so Tage, wo du sagst, okay, heute zähle ich mal nicht? Nee, also ich habe jetzt noch keine Tage gemacht, genau. Seit ich angefangen habe, weil das halt so gut funktioniert, checke ich jeden Tag und ich wiege mich auch jeden Tag und sowas. Mhm. Weil das sind einfach für mich Prinzipien, die es mir leichter machen, ja. Also wenn man das Gefühl hat, oh Gott, dieses ganze Kalorienzählen oder so, das wird mir zu viel. Irgendwann, das ist halt auch nur am Anfang so anstrengend, ja. Also, weil irgendwann, man hat ja eigentlich so seine Standardlebensmittel, die man halt so täglich mag. Und zum Beispiel habe ich jetzt so ganz tolle Kekse gefunden. Die schmecken total gut. Also, und da habe ich halt geguckt, welche haben denn nicht so viel Kalorien. Ne? Und kann man trotzdem gut portionieren und so. Dann habe ich was hier gefunden, die haben halt genau pro Stück 100 Kalorien, 100 Kilokalorien. Und das ist halt total cool zum Trecken. Und macht wenig ich halt Arbeit, dann, ja. Ja, und dann weiß ich halt, also ich sehe ja auch, wie viel habe ich noch übrig, so. Also um auf meinen Grundumsatz sozusagen zu kommen,
kann man sagen, man hat noch was übrig. Man kann das natürlich auch immer einsparen. Das ist eigentlich das bessere Prinzip. Bei mir hat sich das so ein bisschen eingependelt, dass ich dann schon gucke, was habe ich denn noch übrig? Was darf ich denn noch? Ja, und zu viel einsparen ist ja auch nicht gut, weil der Körper dann Sparflamme hat. Also, eben Sparflamme gibt's halt nicht. Also, gibt's nicht? Nee, gibt es nicht. Es gibt keine Sparflamme. Das ist dann auch so eine Fettlogik. Ja, also das ist total lustig. Muss ich jetzt schon wieder sagen. Gibt es echt nicht, dass der Körper sagt, du... Nein, gibt es nicht. Da habe ich dir auch einen Kommentar unter die letzte Folge geschrieben zu. Ja, die habe ich noch nicht gelesen. Also kann ich dich beruhigen, sowas gibt es nicht. Und das ist halt, also Sparflamme, da hat es ja auch so ein schönes Beispiel im Buch. Deswegen würde ich das Buch wirklich allen empfehlen, die es noch nicht gelesen haben. Oh ja. Die halt sich für das Thema auch interessieren und so, weil es geht wirklich um wissenschaftliche Erkenntnisse. Ja, ich will es nochmal betonen. Also das ist wissenschaftlich belegt, dass es keine Sparflamme gibt. Genau. Es gab halt so Experimente also die ganzen Details bitte nachlesen, weil ich habe das nicht alles 100% im Kopf, aber sie hat gemeint, Experimente mit Männern, die halt extrem hungern sollten oder sowas, war das vor ewigen Jahren schon auch. Heute dürfte man sowas wahrscheinlich gar nicht mehr machen. Und da hat man natürlich dann schon, wenn die sozusagen an die Grenzen kommen, die haben dann nur getrunken und durften nichts mehr essen und so, wie lange sie das durchhalten oder sowas, war halt so die Frage, ne? Mhm. Und in solchen Situationen ist natürlich dann der Körper ganz anders, ja. Aber bis du dahin kommst, da musst du schon extrem wenig essen eben und musst eben 7 Tage lang auf Essen verzichten oder sowas. Und dann würdest du in so eine Art Sparflammenmodus kommen. Ja, aber es ist quasi utopisch, das mit einer Diät zu erreichen normalerweise. Also das ist deswegen, sowas gibt es nicht, wenn man normal fastet oder eine Diät macht oder sowas, die jetzt nicht eine Null-Diät ist geradezu. Jonas, ja? Das macht der Körper quasi immer dann, wenn er kein Fett mehr hat, was er verbrennen kann. Genau. Dann sieht die Sparflamme auch so aus, dass er anfängt, manche Organe einfach nicht mehr zu versorgen, um diese Energie zu sparen. Sehr gut, Jonas, du weißt ja noch ein bisschen mehr. Ja, genau. Ah ja, okay, das verstehe ich natürlich. Und klar, das ist halt auch einfach so logisch, wenn sie das dir erklärt, dann denkst du die ganze Zeit, warum habe ich denn das nicht schon vorher kapiert? Aber ja, manchmal muss man einfach nochmal mit der Keule das so vorgetragen bekommen. Das ist geil, ich muss das Buch haben. Ja, unbedingt. Das müssen wir echt unbedingt verlinken. Das Buch, das ist also elementar. Also für mich auf jeden Fall. Ohne das Buch wäre ich, glaube ich, nie so schnell so weit gekommen, wie ich jetzt gerade bin schon. Und ich finde auch selber, ich merke total, wie schnell sich mein Körper verändert. Und ich sehe halt auch einfach jeden Tag, dass es was bringt. Und das Krasse ist halt für mich wirklich, teilweise kann ich nachts nicht schlafen, weil ich denke so, boah, krass, wie schnell man sich auch selber verändern kann. Weißt du, man kennt sich ja ewig, ne? Und man denkt, naja, man ist halt immer so oder so. Und ich merke halt zum Beispiel beim Treppensteigen schon, dass ich halt weniger Gewicht habe, ja? Und das merke ich an meinen Muskeln, an meinen Beinen, dass die nicht mehr so viel Gewicht tragen müssen. Und so Kleinigkeiten. Und dann merke ich irgendwie meine Beckenknochen und solche Sachen, dass ich sowas überhaupt habe. Ja. Cool, ja. Das ist halt total, ja, also es sind halt so Kleinigkeiten, aber man merkt es halt trotzdem und man erwartet solche Sachen gar nicht, ja. Die großartig. Form kommt wieder, ne, so ein bisschen. Ja, das kommt natürlich dann noch dazu. Irgendwie. Da ist ja eine Frau darunter. Es sieht alles hübscher aus und so. Ja. Also es wird natürlich dann auch irgendwie einfacher mit zum Beispiel Klamotten kaufen und so. Das macht richtig Spaß, habe ich auch schon gemacht. Also das ist dann natürlich so eine super Belohnung, die man halt dann auch einsetzen kann, ne? Anstatt halt zu essen. Früher habe ich mich ja auch viel mit Essen. Also ich habe eigentlich auch aus jedem Grund gegessen, egal ob es Belohnung oder Bestrafung oder was halt, weiß ich, sein sollte, ne? Und das Witzige ist halt irgendwie immer jetzt, denke ich halt, ist es dir das wert, das jetzt zu essen? So, ne? Weil ich denke dann auch immer, naja, vielleicht willst du heute Abend noch was essen oder später. Oder, weißt du, dann spart man halt lieber ein bisschen. Das ist wieder das mit Hunger und Appetit, ne? Genau, dass man halt auch guckt, ist es wirklich Hunger oder ist es nur Appetit und will ich eigentlich nur was trinken oder brauche ich überhaupt wirklich was und so. Und es ist halt schon auch witzig, wie schnell sich der Körper, man denkt ja auch,
Oh mein Gott, ja, ich könnte nicht mit, weiß ich nicht, weniger als, manche haben ja 5 Mahlzeiten am Tag oder so, leben, ja, oder 3, ja, und das stimmt halt alles nicht. Also der Körper stellt sich auch total schnell um, ja, wenn man dann anfängt, wie gesagt, wie ich jetzt, nicht mehr zu frühstücken, das funktioniert halt trotzdem. Und, ja, das ist dein Trick. Und einen zweiten Trick habe ich auch noch, also dass ich halt wirklich so gut wie keine Kaloriengetränke mehr zu mir nehme. Also das ist für mich auch. Ich auch. Ja. Weil ich habe halt gemerkt, ich esse lieber, als dass ich, also ne, ich nehme lieber Kalorien durch Essen auf, als durch Trinken, weil das bringt mir nicht so viel, ne? So. Gar nichts. Cola. Zum ja, Beispiel, eben, also, das ist Zuckerwasser. Genau, und man ist ja nicht satt deswegen oder sowas. Nee, eben, ne? Genau. Ja. Und deswegen habe ich dann entschieden, ich trinke halt quasi nur noch, also ganz selten trinke ich mal, also gestern hatte ich mal wieder Saft oder sowas, aber dann halt auch nur so als Schorle oder so. Möglichst halt wirklich kalorienarm, dass ich halt mehr übrig habe fürs Essen. Das ist mir halt wichtiger. Zweite Trick. Ja, aber das kann halt jeder selber entscheiden. Das ist halt das Schöne an dieser Methode. Jeder kann im Prinzip alles essen. Es kommt halt nur auf die Menge drauf an und alles trinken und da auch. Und dann, ja. Jetzt bin ich gespannt, wie Jonas das macht, was Jonas geändert hat. Ja, ich auch. Der muss ja auch allerhand, also bei dem purzeln die Funde ja auch, also reihenweise. Ja, also bei mir ist tatsächlich sehr ähnlich. Ich habe auch das Buch gelesen und habe dann angefangen. Das war im Anfang Mai. Ach, bist du schon länger dabei? Ich bin schon länger im Abnehmen, habe dann ab August erstmal wenig gemacht. Da ging es dann auch ein bisschen wieder hoch. Ja. Ich habe quasi von Mai bis Anfang August 18 Kilo verloren. Wow. Cool. Mai bis Anfang August. Ich habe am 1. Mai gestartet, also über gut 3 Monate. 3 Monate 18 Kilo. Das ist ja jede Woche 1 Kilo. Aber Minimum. Eher noch mehr. Genau das. Und war dann auch sehr begeistert davon. Aber irgendwie habe ich dann auch die Lust verloren. Und auf dem Podstock kannst du auch nicht alles checken, was du isst und was du trinkst. Halt, gerade auf Veranstaltungen fällt es mir schwer, mitzuzählen. Und dann wieder reinkommen. Das hat dann da nicht geklappt. Aber ich habe gedacht, okay, ich probier's wenigstens dann, ja, die ganz dicken Kalorienpummer wegzulassen. Darf ich jetzt fragen? Ja, mach du erst. Moderator. Mit welchem Gewicht hast du angefangen? Es waren fast 132. Okay. Auf 1,72 Meter. Okay. Also, ja. Ich habe mir dann nämlich mal eine Waage geholt und mich draufgestellt, bin furchtbar erschrocken. Dachte, das geht so nicht weiter. Ja, der Schockmoment, den hatten wir alle. Genau. Also mich hat geschockt, wie viel Kalorien meine Sachen hatten auch. Ja. Das fand ich auch ziemlich schlimm. Ich habe ja immer Salat gegessen früher. Das mache ich heute übrigens nicht mehr. Und der hatte viel zu viel, über 600 Kilo. Ah, du meinst diese Kartoffel- und Nudelsalate. Genau, diese so ein Salat mit Nudeln und dann noch irgendwie so Walnüsse, also total lecker, Ziegenkäse und so. Aber leider über 680 Kalorien oder so. Und davon habe ich manchmal dann 2 hintereinander gegessen. Wow. Ja. Ist bescheuert. Ja, Jonas, da hast du erst viel abgenommen. Dann hast du so eine kleine Sommerpause eingelegt. Ne? Genau. Hab aber währenddessen bin ich auch weiter spazieren gegangen. Das war so meine Bewegung. Halt immer versucht, 10.000 Schritte machen. Manchmal auch mehr, manchmal weniger. Aber meistens mehr. Ja, das hat nicht gut funktioniert. Und ich habe ja auch furchtbar viel fettiges Zeug gegessen. Weil ich habe immerhin das Glück, dass mich Süßkram gar nicht so sehr anspricht. Aber und mehr das Herzhafte dann, ne? Genau. So halt die tolle Bratwurst und Käse ist auch immer ganz schlimm. Ja. Und was bei mir noch dazu kam, ist Alkohol. Rotwein hat ja so furchtbar viele Kalorien. Ja. Okay. Und den, das kann man sich auch sparen. Unser Leadgitarrist hatte gestern Geburtstag. Der hat heute eine Kiste Bier mitgebracht und 3 Tüten Chips. Und wir sind 4 Leute.
Ich hatte noch 400 Kalorien hatte ich jetzt noch über. Ich hatte irgendwie nur so ein paar Mal Chips genommen, vielleicht 50 Gramm im Ganzen und habe nur ein Bier getrunken. Sonst hätte ich mir, also ich hätte bestimmt 5-6 Flaschen Bier getrunken. Ich hätte gesagt, nee, jetzt ist Schluss, jetzt trinkst du Mineralwasser. Das war schon hart, aber letzten Endes, es geht und das ist so, wenn man das öfter mal gemacht hat, ist das auch gar nicht mehr so unmöglich. Es geht also auch einfach mal Nein zu sagen, beim Alkohol vor allen Dingen. Ja. Absolut, ja, absolut. Glühwein, das ist auch ganz schlimm. Oh, ich liebe Glühwein. Ja. Aber immer Nein sagen ist auch blöd. Ab und zu muss man sich das auch einfach mal geben, fertig. Genau. Also gestern hatte ich 2 Kinderpunsch, weil der hat weniger Kalorien als Glühwein. Ja, kein Alkohol. Der Alkohol ist ganz schlimm. Das ist auch genau. beim Bier so. Also ich trinke gerne dieses Krombacher alkoholfrei. Mhm. Das kannst du trinken. Das ist ja nur die Hälfte an Kalorien oder so, wenn überhaupt. Normal. Ah ja, ich wollte noch was beitragen, wenn ich darf. Gerne. Also ich habe auch Probleme auf Reisen gehabt jetzt, weil das stimmt, man kann nicht gut trecken, wenn man unterwegs ist und so. Und man, also da hatte ich auch jetzt, das war so mit Vorbestellung, man musste dann sagen, was man schon also vorhat, das ist eigentlich ja ganz cool, habe ich so eine Liste bekommen, was es zu essen gibt, konnte dann schon vorbestellen und habe dann natürlich auch immer gleich geguckt. Ich benutze FDDB, das ist so eine Webseite, da kann man nachgucken, wie viel Kalorien was hat. FDDB.info heißt die, würde ich auch noch verlinken. Und habe dann immer das Kalorienärmste rausgesucht. Also nicht das, was am kalorienärmsten an sich ist, sondern was mich halt auch sättigen würde. Ne? Meistens das Zweitärmste oder so. Und trotzdem war das dann ganz schön schwierig, weil ich da keine Waage zum Beispiel hatte. Mhm. Und habe mir jetzt so eine kleine Reisewaage geholt. Oh. Nein. Und ja, doch. Ich glaube, also das hilft mir halt persönlich. Also es braucht vielleicht nicht jeder, aber mir hilft es schon, da kann man halt, die ist halt wirklich nur so groß wie so ein kleines Tablet oder so und dann wackelt ein bisschen, aber geht schon. Man kriegt also halt das würde ich jetzt nicht mitschlüren. Ich würde ganz ehrlich, ich würde dann jeden zweiten, dritten Tag mal irgendwo in der Apotheke vielleicht, wenn es denn gar nicht anders ist, mit Cover draufstellen. Aber das ist doch peinlich, also weiß ich nicht. Nein, das ist gut. Da kann man den Leuten zeigen, guck mal hier. Ja, nee. Also für mich ist das halt eine Privatsache und deswegen möchte ich das nicht so gerne nach außen tragen. Und dann musst du irgendwo klingeln und fragen, ob du mal gerade die Waage benutzen darfst. Ja, und was ich halt auch noch mache, ist dann wirklich extrem zu sparen, weil ich dann oft nicht weiß, was mich erwartet. Und dann halt lieber wirklich Sachen nur eben, wie gesagt, nur trinken und dann nur Sachen, die keine Kalorien haben, um halt dann im Falle des Falles, der dann meistens eintritt, wenn es dann Häppchen gibt oder sowas, dann wirklich genügend Kalorien offen zu haben, um halt dort auch mich satt essen zu können. So. Jonas, und du, wenn du unterwegs bist, wie machst du das? Also ich versuche jetzt einzuschätzen, was denn in diesem Gericht, Häppchen, was ich mir geholt habe, was drin sein könnte an Zutaten. Und wenn ich nicht weiß, dann mache ich mal so eine Pauschale von 1500 Kalorien, so für eine Mahlzeit, was im Restaurant ja durchaus mal sein kann mit Soße und allem. Mhm. Boah, dann hast du ja nichts mehr über. Dann kannst du noch 500... Moment, er ist ein Mann, er hat doppelt so viel. Nein, ich habe 1850. Echt? Nur? 1850, ich bin 1,80 und wiege jetzt 87 Kilo. Ja, also um den Dreh rum ist auch mein Grundumsatz. Ernsthaft? Ist mein Gesamtumsatz mit Bewegung, sagt mir Fitbit dann immer so um die 3400, 3500 Kalorien. Also ich hätte jetzt mindestens 2500 für Männer oder so angesetzt, aber gut, ich kenne mich damit auch nicht so. Nee, ich habe 1850. Mhm. Da kommen dann, wenn ich jetzt eine Stunde jogge, ne, dann kommen 1000 dazu. Aber letzten Endes, Grundumsatz ist 1850 bei mir zum Abnehmen. Ein halbes Kilo in der Woche. Ja,
Also, das ist auch noch so eine Fettlogik, die sie im Buch beschreibt, dass man oft überschätzt, wie viel Kalorien man zusätzlich zu sich nehmen darf wegen dem Sport. Weil man hat ja eigentlich schon den Grundumsatz, ne? Also auch wenn man nur auf dem Sofa rumliegt und gar nichts macht, verbraucht man ja auch Kalorien. Und eigentlich müsste man das ja immer abrechnen von den Kalorien, die man angezeigt bekommt, wenn man eine Stunde joggt oder so. Ja. Was ich versuche jetzt bei mir ist immer, ich meine, abnehmen tut man ja nicht nur Fett, sondern auch Muskeln, ne? Und ich versuche das dem... Das ist auch so ein Gerücht, würde ich eher sagen. Meinst du echt, dass es ein Gerücht ist? Ja. Es kommt auf die Ernährung vor allem drauf an. Genau, also proteinreiche Ernährung ist halt schon sinnvoll. Ja, das ist ja als Veganer... Ja, kannst du es machen. Viel kannst Spinat ja, und kein Problem. Grünkohl und ja, musst halt eiweißreiche Lupinen, Sachen, ja. Soja. Nüsse. Kann man schon, ja. Aber es ist nicht, es ist jetzt nicht so, dass ich mir da irgendwie 5 Eier in die Pfanne hauen kann. Das meine ich jetzt damit. Gut. Ich versuche halt. Aber du kannst ja auch, also es gibt ja genügend Alternativen eigentlich mittlerweile. Ja, ich möchte halt sehen, dass ich auch Muskelaufbau mache. Nebenher einfach nur um diesen Grundumsatz zu erhöhen. Je mehr Muskeln man hat, je höher ist ja der Grundumsatz. Denn die Muskeln verbrauchen ja auch Energie, richtig, auch wenn sie nichts tun. Genau. Und das ist das, dem ich entgegenwirken möchte, durch Sport und Bewegung und gar nicht jetzt nicht Bodybuilding oder so, sondern einfach diese Bewegung finde ich wichtig. Wenn ich mich jetzt nur aufs Sofa setze, klar habe ich meinen Grundumsatz, aber ich möchte einfach sehen, dass ich Bewegung habe und dementsprechend nicht die Muskeln abbaue, wenn ob ja oder nein. Ja, weißt, wie ich meine. Ja. Kraftübungen schaden da auf gar keinen Fall. So ein bisschen, weiß ich, Kniebeuge, Liegestütze oder sowas, kann man ja alles auch ohne Geräte machen. Ja, und hier habe ich auch Klimmzüge. Ich habe jetzt so eine Hang-Challenge gemacht. Okay. So einen Monat lang jeden Tag 3-mal 1 Minute hängen. Also einfach so aufhängen. Aha. Und das hat jetzt schon ganz gut geklappt. Und dann habe ich mal so die ersten Klimmzüge versucht. Oh Gott, oh Gott. Ja, also da bin ich noch nicht so weit, muss ich sagen. Aber man merkt irgendwo schon, es geht weiter. Ne? Und gut, ich war nie so ein Sporttyp und bin schon begeistert von dem, was man jetzt so hinkriegt. Ja. Ja. Durchs Machen einfach. Immer schnell wieder. Use it or lose it, oder wie war das? Ja, genau. Also das ist halt auch so eine Falle, wo sie nochmal darauf hinweist, dass wenn man dann schlank ist, also angenommen, ne, dann zieht es durch, dann gibt es dieses Skinny Fat. Ja, also das sind zwar Leute, die halt dünn sind, aber eigentlich trotzdem zu viel Fettmasse noch haben, weil sie halt keinen Sport machen. So, und zusätzlich würde sie, also rät sie aber schon dazu, eigentlich auch, wenn man ein sehr hohes Gewicht hat, erstmal keinen oder wenig Sport zu machen, weil eben die Gelenke sonst permanenten Schaden, vor allem bei Joggen und sowas, kriegen. Mhm. Und halt erstmal moderat abzunehmen, um halt dann die Gelenke also erst später zu belasten mit einem leichten Gewicht und einem relativen. Ja, das ist momentan ja, deswegen, meine Ausrede. Ja, deswegen mache ich halt, momentan eher weniger Sport. Also außer diesem Geocaching und so, was ich schon extrem intensiv mache, mache ich nicht so wahnsinnig viel. Und es funktioniert aber tollerweise. Die Bewegung an sich, es muss ja nicht unbedingt Sport sein, wenn du nur gehst. Genau, man das muss ist es ja auch schon nicht, man muss ja auch nicht ins Fitnessstudio rennen oder sowas, ja. Ja, wegen meiner Knie habe ich ja angefangen mit dem Barfußlaufen. Und das muss ich sagen, hat mir sehr gut getan. Jetzt in der letzten Zeit, also jetzt das letzte und vorletzte Mal, hatte ich mal Probleme mit dem Knie. Das heißt für mich einfach erstmal eine Pause machen. Mal gucken, mal 1-2 Wochen nicht zu laufen. Ein bisschen Fahrrad fahren. Ich habe hier so ein Indoor-Rad, das macht mir nicht so einen Spaß, als wenn ich möchte gerne raus. Draußen in der Natur. Was, aber dann kann ich halt eben spazieren gehen jetzt die Zeit. Was will ich sagen? Ist egal wie oder was. Hauptsache, man hat ein bisschen Bewegung und sieht zu, dass man jetzt nicht zu Hause auf dem Sofa die Funde abnimmt. Das ist, glaube ich, eine schlechte Idee. Ja, also ich denke, wie gesagt, am Anfang kann man das schon machen, aber wenn man halt dann schon in Richtung Normalgewicht tendiert, dann kann man schon auch mal wieder anfangen mit Sport.
So. Ja, aber gar nicht Sport, vielleicht spazieren gehen kann doch jeder. Irgendwas halt, was einem halt wirklich, also, oder man sucht sich halt einmal einen Sport, der einem Spaß macht. Also ich denke, das ist wirklich das Wichtigste. Schwimmen ist gut, wenn man zu viel hat. Ja. Genau, also Schwimmen ist halt gut für Gelenke und Radfahren ist auch gut für Gelenke, aber alles andere ist eigentlich nicht so gut. Nee. Deswegen, ja. Muss Jonas, du hast genau, ich habe jetzt mal angefangen mit dem Bouldern, also quasi Klettern, cool. Nicht ganz so hoch, genau. So dass man zur Not auch abspringen kann. Ja. Das geht auch mit meinem Gewicht sogar ganz gut. Also ich war jetzt erst zweimal da, aber macht Spaß. Wie stellt man sich das vor? Was macht man da? Du hast quasi eine Kletterwand, ich sag mal bis 4,50 Meter, 5 Meter Höhe. Und die kletterst du hoch. Künstlich oder ist das ein Naturfelsen? In dem Fall künstlich, weil im Moment ist es echt kalt draußen. Ja. Aber kann man auch am Naturfelsen machen, wenn man denn einen hat vor Ort? Das Schöne ist, das kann man zur Not auch alleine machen, weil es ist halt ein weicher Boden unten drunter. So Matten sind da quasi ausgelegt und man braucht keine Sicherung. Ja, also ja. 2 Meter kann man, glaube ich, auf so eine Matte knallen, da passiert noch nichts, ne? Ja. Ja, also beim Bouldern ist es sogar so, also das Schöne an dem Sport ist eigentlich, dass man das halt alleine betreiben kann, wenn man möchte. Also beim Klettern braucht man halt immer einen Kletterpartner, der quasi einen sichert. Martina, solltest du den Jonas mitnehmen, wenn du die T5er anläufst? Ja, also ich mache ja T5 und deswegen kenne ich Bouldern und Klettern und so ganz gut, aber muss man erklären, was T5 ist vielleicht noch? Ja, T für Terrain, ne? Glaube ich, genau, oder? Also das sind halt Geocaches, die im Baum hängen und eben nur mit Ausrüstung, mit Kletterausrüstung, ja, also in meisten Fällen, mit Kletterausrüstung erreichbar sind. Ne? Man muss ein Seil einwerfen und das ist dann Baumklettern, sogenanntes. Da kennen sich welche aus. Ne? Hatte ich noch nicht. Aber der Christian vom Umwomukum und weiß nicht, ob du den kennst, der macht mit der Dotti zusammen den Geocaching-Podcast. Wie heißt das denn da unten? Allgäuer Geocache-Podcast. Allgäuer Geocache-Podcast, genau. Und der hat von einem erzählten T5er, der ist mitten in einem See drinne, mittendrin, unter Wasser. Ein Tauchcache. Ja, was heißt tauchen? Das ist mehr so ein, ja, doch, musste natürlich, aber das ist mehr so eine Sandbank, sagt er. Ach so, das ist dann auf Land wieder, in der Mitte der Insel. Ja, nee, eben nicht über Wasser, sondern unter Wasser. Also die Insel ist nicht zu sehen, das ist mehr so eine Sandbank. Verstehe. Okay, also, Interessant irgendwie. Ja, sehr interessant. Also ich hab auch sowas schon gemacht. Wir machen alle Arten. Das ist schon ein tolles Hobby, ja. Auf jeden Fall. Ich finde das immer wieder faszinierend. Gibt keine Grenzen. So. Du, ich glaube für heute, ich denke, das sollte jetzt erstmal reichen, ne? Oder? Guck mal, jetzt haben wir fast eine Dreiviertelstunde gesprochen hier. Toll. Oh, schon. Ja, die Zeit, die rennt, ne? Oder? Ja. Ich würde euch einfach nochmal fragen, ob ihr noch irgendwie was habt, was ihr noch loswerden müsst, was ihr denkt, oh ja, Mensch, das wäre jetzt noch wichtig für die Abnahme. Ist denn noch irgendwie, habt ihr noch irgendwie ein... Also was ich ganz witzig finde, ist irgendwie so die Wirkung, die meine Abnahme halt jetzt auch auf andere hat. Ja. Also das finde ich auch total faszinierend. Welche Wirkung meinst du jetzt? Ja, also so Auswirkungen, ne, die man halt auch nicht so erwartet. So, zum Beispiel wollte ich auch dieses Buch schenken zu Weihnachten. Und jetzt hat sie das irgendwie schon vorher mitbekommen, dass ich das Buch immer weiter empfehle und hat sich's halt jetzt selber geholt. Und das finde ich halt an sich schon total großartig. Weil es ist halt auch manchmal so ein Thema, wo man jetzt nicht so genau weiß, möchte derjenige denn da drauf angesprochen werden oder nicht. Also so generell bei Leuten, die halt übergewichtig sind. Und also für manche ist das ja wirklich so ein rotes Tuch oder so. Das heißt, du inspirierst andere, meinst du? Genau. Und auch auf, also zum Beispiel auf Geocacher-Events wurde ich halt auch schon drauf angesprochen. Das nennt sich dann, also die Abkürzung für dieses Fettlogik überwinden ist FLÜ, FLÜ.
du bist ja in dieser Flü-Gruppe. Gibt's halt bei Facebook auch noch so eine Gruppe, die würde ich vielleicht auch noch verlinken wollen. Und dass das halt auch Leute schon mitbekommen haben und dann auch da reingegangen sind. Und das hilft halt auch extrem, wenn man irgendwie am Anfang steht und nicht weiß, wie es funktioniert und was man da richtig falsch machen sollte. Mhm. Und das ist eine großartige Community. Toll. Ja, vielleicht auch noch so als Tipp. Als Tipp, genau. Ja. Ja. Jonas, du? Hast du noch irgendwas, was du meinst, dass man jetzt... Was ich allen nochmal sagen möchte, man kann grundsätzlich auch alles essen. Auch mal die wirklich richtig fettigen Sachen. Ja. Man darf es halt nur nicht übertreiben. Man darf das nicht immer machen. Ich kann ja mal erzählen, was ich nur normalerweise esse. Also ja, gerne. Zum Beispiel halt mit meinen Kollegen, ne? Also Montag ist immer Asiatag und da esse ich halt dann so ein Hühnchen mit Reis und also Gemüse und so. Ich finde das total lecker und ich weiß auch, das hat halt über 500 Kalorien, aber wie gesagt, ich spare halt dann noch drauf. Oder auch Donnerstag gehen wir normalerweise Burger essen, da esse ich dann so einen Hawaii-Burger, aber halt mittlerweile eben einen Hawaii und keinen, was hatte ich vorher, eine andere Art von Burger, der halt mehr Fett hat. Und ohne Pommes und ohne kalorienhaltiges Getränk, ne? Also nur noch Cola Light oder sowas. Und das funktioniert halt auch super, ne? Für mich. Aber ich glaube, letzten Endes, ja, es ist ja so, du zählst deine Kalorien halt. Genau, es kommt. Lässt hauptsächlich dein Frühstück weg, drauf, so wie ich es verstanden habe. Ne? Und Getränke, wie gesagt. Ja, und die süßen Getränke. Also ich hatte halt auch früher, habe ich ganz viel, naja, nicht nur so Fanta oder sowas, sondern auch Kakao habe ich zum Beispiel ganz viel getrunken. Also ich meine, das ist halt auch echt so eine Kalorienbombe, ne? Na, Kakao geht gar nicht, ne, oder? Ja, und jetzt trinke ich halt Tee, ne, so, ohne Zucker, ohne alles. Vielleicht Süßstoff, also ich finde, Süßstoff darf man nicht so verteufeln. Meiner Meinung nach kann man das in seinen eigenen Glühwein reintun, warum nicht? Das ist fies, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Weil Süßstoff hat halt auch wissenschaftlich, gibt es keine Sachen, die eigentlich dagegen sprechen. So. Und für mich hilft es halt extrem zum Abnehmen, weil ich brauche halt ab und zu was Süßes, das ist schon wichtig. Also wir haben das Wissen, also ich jetzt nicht, aber die Martina hat das Wissen aus diesem Buch raus. Sie ist keine Doktorin. Nochmal genau. Dieser kleine Disclaimer. Ja. Ihr könnt aber euch die das... Autorin ist eine Doktorin. Ja, also ihr solltet euch das Buch ansehen, dann habt ihr wirklich... Lesen. Ja, das wird helfen. Bei der Abnahme. So ja, ich verleihe auch gerne mein Privatexemplar. Also ich würde mir das auch erstmal besorgen, auf jeden Fall. Genau. Kann ich ja empfehlen. Du, schön. Ich glaube, dann haben wir jetzt eine runde Sache, ne? Aber, ja. Das war ja echt interessant mit euch. Also das mit diesem Buch ist der Hammer. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, gerne. Den finde ich toll. Ich meine, wir wollen ja ein bisschen Content liefern hier und heute, das war ja wieder richtig... Ja, waren wieder ganz neue Erkenntnisse auch dabei. Finde ich schön. Ja, wie gesagt, machen wir einen Sack zu, ne? Dann bedanke ich mich bei euch erstmal. Erstmal Martina, schön, danke, dass du mich da genau eingeführt hast, was du so alle isst und was du weglässt und mit dem Sport und den Sport diese Punkte nicht zu essen. Ja, genau. Pfiffig. Also es ist halt auch ein bisschen einfacher dann mit dem Trecken. Ja, bei mir ist es so, ich sag's noch ganz kurz, bei mir ist es so, ich mache Sport, wenn mir irgendwo was fehlt noch, ich weiß, oh, heute Abend gehen wir essen, dann laufe ich eine Runde. Ja, dann laufe okay. ich eine Runde, aber wenn es nicht anliegt, dann lasse ich sie auch einfach weg, dann zähle ich sie nicht dazu. Ne? Zusätzlich so manchmal, ja. Okay. Ja, danke Jonas, schön, dass du dabei warst. Ja, danke für die super Moderation. Genau. Wir werden uns gegenseitig auf die Finger gucken die nächsten Wochen, wie das jetzt weitergeht. Ich weiß gar nicht, wie lange läuft das? Bis Ende Februar, ne? Oder? Anfang Februar, glaube ich. Anfang Februar ist das. 1. Februar oder sowas. Mal sehen. Jetzt kommt erstmal die harte Weihnachtszeit und. Ich habe schon meinen Adventskalender eingeplant. Ja. Okay. Danke für die Aufmerksamkeit.
Ja, natürlich, gerne. Dafür seid ihr ja hier und da muss man schon hören. Das gehört dazu. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Abend und ja, wir sehen uns dann im Chat wieder und ihr genau, Hörer. Wenn es noch Fragen gibt, immer her damit. Ja, immer her damit. Ja. In die Kommentare. Ich danke euch fürs Hören oder privat irgendwie melden. Unsere Adressen, die stehen alle die verlinken wir alle in den Shownotes und ja, da könnt ihr reinschauen und wir hören uns wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Tschüss. Neuigkeiten von der Rüggede EC Challenge.